herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr. Heute, wie gewohnt, ein ganz kurzes, kleines Extra-Video zum Adventskalender. Und das ist der 5. Und ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, der 6. Bzw. der 4. war kein Adventskalender. Ich habe euch leider nicht erwähnt, dass... Ich merke hier Dreck. Dass... wir tatsächlich beschlossen haben, an den Tagen, an denen wir den Adventskalender machen, dass der ganze Adventskalender kommt, und an den Tagen, an dem Freitag und an dem Sonntag kommt ein ganz normales Video. Weil ich glaube, die Kapazität hätten wir nicht, noch mehr Videos zu drehen, und wir wollen euch auch nicht irgendwie zwei Videos nerven. Deswegen ist es so, wie es ist, und deswegen lassen wir es auch so. Und genau. Auf jeden Fall, falls du jetzt ganz gerne wissen willst, was mein lieber Schutzengel mir hier so Schönes sagt, dann würde ich sagen, bleib einfach dran. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video. Genau. Also, wir starten einfach mal. Lieber Schutzengel, lieber Gabriel, lieber Emil, jetzt wissen meine geistige Führer, wie sie alle heißen. Lieber Schutzengel, ich bitte dich jetzt in diesen Augenblicken die richtige Botschaft für den heutigen Tag, den 5.12. Entschuldigung, zu geben. Bitte eine Karte legen, gell? Ihr seht es gerade nicht, ich lege gerade. Ich glaube, überspringen das Ganze. Oh! Ah, da sind tatsächlich zwei Karten runtergefallen. Das ging aber schnell. Okay. Zwei Karten und, oh, wow, okay, also, kurz und schmerzlos, einmal der Tiefpunkt und einmal die Balanceakt. Ja, was möchte mein Schutzengel mir dazu sagen? Ich habe hier die Haare und ein Härchen. Also, man sieht quasi, für mich wirkt dieses Bild, das ist jetzt aus meiner Perspektive, und es kann für dich stimmig sein oder auch nicht, das ist, ne, also es gibt da kein richtig oder falsch. Für mich fühlt es sich an, oder ich habe das Gefühl, irgendwie... Man befindet sich gerade im Tiefpunkt, im Zentrum des Tiefpunktes. Der Weg läuft hier entlang und man crasht quasi darunter und kommt irgendwie nicht mehr nach oben. Es kann sein, dass du jetzt wahrscheinlich denkst, okay, ich bin gerade an einem Tiefpunkt gelangt, ich weiß gerade nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Sei dir bewusst, es gibt immer einen Weg nach oben, und... auch wenn es mal eine, man hat immer so eine Phase nach oben und eine Phase nach unten. Das ist ganz normal, das ist so eine Art Gleichgewicht. Und das passt eigentlich auch zu dieser Karte, weil das hat ja auch was mit Balance zu halten. Man soll die Balance halten in Bezug auf die gewissen Themen. Also an dem Tag, an dem 5.12. solltest du wirklich Balance halten. Und wenn du die Balance nicht hältst, kann es auch sein, dass du in den Tiefpunkt gelangst und vielleicht nicht mehr rauskommst aus dem Tiefpunkt. Sei dir aber dessen bewusst, dass auch wenn es ein Tief gibt, dass es auch wieder Höhepunkte gibt. Und sieht es als Chance an, dass es quasi, dass es einen Tiefpunkt gibt. Und vielleicht lernst du auch aus diesem Tiefpunkt heraus etwas. Ne? Also es läuft nicht immer nach Plan, und es läuft auch nicht immer... Das Licht blendet hier so ein bisschen. Das läuft nicht immer nach Plan und nicht nach Vorgaben, wie man zu handhaben hat. Ihr wisst ja, was ich meine, ne? Und dementsprechend möchte der Schutzengel von mir hier sagen, dass... Boah, ich will hier runter machen. Ja, ich bin übrigens hinter der Kamera, also nicht wundern. Deswegen, jetzt habe ich den Faden verloren, nach dem ganzen Quatschen und Unterbrechungen. Deswegen, nach jedem Tief kommt immer ein Hoch, aber versuche die Balance zu halten und versuche es irgendwie
ins Gleichgewicht zu kommen, auch wenn jetzt gerade ein Tiefpunkt da ist. Denn auch ein Tiefpunkt kann dadurch auch eine Weiterentwicklung möglich sein. Man entwickelt sich ja dadurch auch weiter. Man kann auch daraus was lernen. Und das bin ich. Man kann daraus lernen. Was wollte ich jetzt noch sagen? Und wenn du im Balance bist, dann verlierst du nicht das Gleichgewicht und plumpst da rein. Weißt du, was ich meine? Das ist das, was ich gerade so denke. Ihr könnt mir ja unter den Kommentaren schreiben, wie ihr das seht. Was würdet ihr sagen in diesen Kärtchen oder zu diesen Kärtchen? Und ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann am Sonntag wieder bei einem ganz normalen BookTube-Video. Und danke fürs Zuschauen und bis Sonntag dann. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund.